So, wenn wir jetzt alle frisch gestärkt sind und die Plätze auch wieder eingenommen haben, dann können wir in den zweiten Teil des heutigen Nachmittags hineingehen, der sich eher mit so etwas wie historischer Bildung befasst. Wir haben uns ja gerade über Bildung unterhalten und über Schule unterhalten, also die Institution, in der ja vielleicht Bildung stattfinden kann, und befassen uns jetzt spezieller mit dem, was uns doch eigentlich alle umtreibt, denn die meisten von uns sind ja Historiker, oder? Das ist unser Geschäft. Und mit dem historischen Denken müssen wir uns befassen, denn schließlich will ja jeder Historiker auf historisches Denken Einfluss nehmen. Entweder das Sachwissen bereichern, indem neue Dinge erforscht werden und vermittelt werden, oder eben, und die Seite wird dann häufig weniger beachtet, indem wir das historische Denken unseres Gegenübers, also demjenigen, dem wir Geschichten über die Vergangenheit erzählen, unmittelbar immer beeinflussen, wenn wir das tun. Und zwar ganz egal, auf welche Weise wir das tun, ob durch entsprechende wissenschaftliche Publikationen, durch historische Spielfilme, durch Monumente, durch all die Dinge, die die Kulturwissenschaft heute als Texte liest. Ist vielleicht oder bestand in dieser Neuorientierungsphase denn die Möglichkeit, historische Bildung zur Bewältigung der Krise zu betreiben? Welche Rolle zum Beispiel spielt, und das wird gleich auch Thema werden, der Geschichtsunterricht in den Schulen, der ja, und dann hätten wir wieder eine Kontinuität, nicht unmittelbar im Moment auf Rosen gebettet ist. Also die Kölner Gymnasien, die noch Leistungskurse in Geschichte anbieten, ich will nicht sagen, kann man an zwei Händen abzählen, aber mindestens diejenigen, die es nicht mehr anbieten. Abitur ohne Geschichte wäre ja schon eine fragwürdige Angelegenheit, zumindest dann, wenn wir der Geschichte und der historischen Bildung durchaus Potenz beimessen, um zum Beispiel auch gesellschaftliche Probleme vielleicht nicht zu lösen, aber zumindest anders zu bedenken, als ohne diese tiefen Dimension, die uns ja gerade vorgeführt worden ist, indem wir viele Kontinuitäten erfahren haben, die wir in die Vergangenheit hinein fortsetzen können. Allgemeine Menschenbildung 1918 haben wir eben gehört, also in dieser Phase, in dieser Gründungsphase der Weimarer Republik, ist übrigens eine Zielrichtung, die nach 1945 genauso wieder auftaucht. Allgemeine Menschenkunde wird zu einem Postulat auch für die historische Bildung in dieser Zeit und vielleicht nicht ganz anders auch am Beginn des 19. Jahrhunderts. Aber so weit müssen wir nicht ausholen. Wir wollen uns ja weiter der Hoffnungslosigkeit hingeben, oder? Na, nicht wirklich. Wenn wir die Hoffnungslosigkeit kontemplativ, ich habe das jetzt extra geübt, bedenken, dann natürlich, um sie auch irgendwie ja, zu bewältigen, ist immer so ein großer Ausdruck, in den Griff zu bekommen. Das wird ja vielleicht zunächst mal reichen. Wie hat man das zu Beginn der Weimarer Republik gemacht? Desillusion, meine zugegebenermaßen nicht die breite Masse des Volkes repräsentierenden Beispiele von eben, sind ja diejenigen, die sich Gedanken darüber machen, die vielleicht auch in der Lage waren, Ideen zu entwickeln, wie man dieser neuen Situation, der man entgegengestellt war, begegnen konnte. Und einer, der das getan hat, indem er Geschichte zur Hilfe genommen hat, ist Ihnen ja allen bekannt, Oswald Spengler, dessen Werke genau in diese Zeit hineinfällt, der Untergang des Abendlandes, das ja nicht weniger ist, dieses zweibändige, viele hundert Seiten umfassende Werk, als eine Morphologie der Weltgeschichte. Also mal kurz die Geschichte als Ganze untersucht und dann eben dargestellt. Auf vielen hundert Seiten, wie gesagt, wer sich das Abenteuer nochmal antun möchte, das nachzulesen, muss viel Zeit dazu mitbringen. Und was wird diagnostiziert? Eine Krise des abendländischen Bewusstseins. Jetzt wären wir aber schon schnell bei den großen Theorien, wo man die Zivilisation sozusagen unmittelbar anklagt und nach neuen Ideen suchen müsste. Man findet das übrigens in der Geschichte, auch da können wir gleich noch Parallelen machen, häufiger, nämlich einen Aufschwung erlebten
in dieser Zeit auch die Reminiszenzen an das Mittelalter. Ich muss das sagen, weil das ist eigentlich die Zeit, mit der ich mich meistens beschäftige. Und die kommt immer wieder in Krisenzeiten, kommt so eine Renaissance des Mittelalters auch auf. 1927, also unsere Zeit, ist zum Beispiel der russische Philosoph Nikolas Berdjajew derjenige, der von einem neuen Mittelalter spricht und damit einen, Zitat, Ausweg aus der Weltkrise zu entwerfen versprach. Wir sind immer noch bei Krisen. Also kehren wir ins Mittelalter zurück, dann können wir zumindest die gegenwärtigen Krisen vielleicht vergessen. Aber die Argumentation ist anders. Er ging nämlich von der vielsagenden Prämisse aus, an der Schwelle zu einer neuen Epoche zu stehen, 1918, beziehungsweise hier die deutsche Übersetzung 1927, nämlich an der zu einem neuen Mittelalter, durch das die neue Geschichte, also die neuere Geschichte, was wir heute neuere Geschichte nennen, überkommen würde, weil die geistigen Prinzipien der Neuzeit erschöpft seien und es neue Prinzipien des Denkens zu gewinnen gelte. So schon arg weitgreifend. So ist sein Plädoyer für ein neues Mittelalter vor allem ein Abgesang auf die liberalistischen Tendenzen der Moderne, auf Rationalismus, Individualismus, Liberalismus und Demokratismus, die den Geist der Billigkeit von Mehrheitsmeinungen preisgegeben worden wären in dieser Zeit. Das wäre dann die Kehrseite sozusagen der Einheit des Volkes, die in gleicher Weise politische Entscheidungen treffen, ohne den Eliten den Vorteil zu überlassen. In dieser Zeit- und kulturkritischen Attitüde, die Berdjajew da zutage legt, gleicht sein Plädoyer eigentlich ja ganz dem von Oswald Spengler, der zur selben Zeit eben hier vom Untergang des Abendlands gesprochen hat. Allerdings schwebt ihm, Berdjajew, eine existenzialistische Wende vor Augen, eine Rückbesinnung auf den Geist der Vormoderne. So ist der Aufruf zu einem neuen Mittelalter, ich zitiere, ein Aufruf zur geistigen Revolution, zu einem neuen Bewusstsein, das eigentlich die Überwindung der neuzeitlichen Wertsysteme, insbesondere des Humanismus, zum Ziel hat. Es ist ganz wie in romantischen Zeiten, also Anfang des 19. Jahrhunderts, die Rückwende zur religiösen Zeit des neuen Mittelalters. Also da fühlt man sich ja unmittelbar an Novalis erinnert. Eine neue Zeit des Mittelalters, eine religiöse Zeit des Mittelalters, für die der christlich-russische Philosoph hier wirbt. Es ist Zeit, schreibt er, endlich damit aufzuhören, von der Finsternis des Mittelalters zu reden und ihr das Licht der neuen Geschichte entgegenzustellen. Aber es ist auch, wieder Zitat, überflüssig nach Art der Romantik, das Mittelalter zu idealisieren. Gleichwohl geht es um die Wiedergewinnung der Religiosität und der Individualität, also nicht des Individualismus, sondern der Individualität, sowie um eine neue Ganzheitlichkeit, die im Strudel der Moderne sich im Atomismus systemischen Denkens des Individualismus und des Mechanismus verflüchtigt hätten. So wird in der Sicht des russischen Denkers die Neuzeit zur dunklen Folie eines neuen Mittelalters, das dann würde in den 20er Jahren anbrechen würde, ohne dass erwogen wird, wie die Auflösung der epochalen Trias die Rede von einem neuen Mittelalter rechtfertigen könnte. Das ist das Problem, wenn das Mittelalter nicht mehr in der Mitte steht, warum sollte es dann Mittelalter heißen? Aber das wäre jetzt eine andere Diskussion, die wir jetzt an dieser Stelle nicht führen müssen. Ich sag das oder habe das jetzt hier nur ausgeführt, weil von Novalis war schon die Rede, der also sich ja auch in seiner Europaschrift, die ja zunächst unveröffentlicht geblieben ist, die Rückkehr eines religiösen, die Einheit manifestierenden Mittelalters wünschte. Auf seine Romantikerkollegen hat das ja erstmal Eindruck gemacht, aber der ging nicht so weit, dass man das tatsächlich zum Druck zunächst angenommen hätte. Und nicht nur hier 1918 kommt die Idee eines neuen Mittelalters wieder auf, sie haben genau dieselbe Diskussion auch nach 1945. Romano Guardini ist nur einer von vielen, der aber vielleicht gerade hier im Hause vielleicht bekannt ist, der auch in entsprechender Weise sich äußert, weil da, wo die Gesellschaft scheinbar auseinanderzustreben gilt, ist der Gedanke an Einheit natürlich irgendwie verlockend. Nur Einheit braucht ja dann auch eine Idee im Hintergrund. Die Religion wäre eine solche, die mehrheitlich, die gelegentlich 1800
1918, 20er Jahre, 1945 folgende thematisiert wird. Also wir brauchen, glaube ich, kein neues Mittelalter. Interessant aber ist natürlich, sich zu überlegen, wie immer wieder an vergangene Zeiten, zum Beispiel eben Mittelalter, erinnert wird, um eigentlich die Ideen der eigenen Gegenwart zu befördern. Und manchmal findet man ja die Realisierungsmöglichkeiten mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart. Ich will heute die Chance nutzen, Sie mit einem, glaube ich, weit entlegenen Bereich vertraut zu machen, nämlich mit dem, was möglicherweise, und auch hier haben wir jetzt wieder Kontinuitäten, in der Weimarer Republik ansetzt, nämlich das, was heute auch den Eingang in Universitäten gefunden hat, nämlich die Didaktik der Geschichte. Das heißt, die Wissenschaft, jetzt manche meinen ja, die Didaktik der Geschichte befasste sich mit dem, was in der Schule zu lehren ist. In der Tat ist der zentrale Gegenstand, mit dem heute die Didaktik sich befasst, das historische Bewusstsein. Das Bewusstsein, das eben schon mal zur Sprache gekommen ist, das Bewusstsein, das sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts als Konzept entwickelt, das Bewusstsein, das gerade im Idealismus Hegel eine Rolle spielt, auch in Bezug auf die Geschichte. Denn dieses Bewusstsein oder dieser Bewusstseinsbegriff geht ja immer davon aus, dass es die Sache an sich gibt und die Sache für es. Also das heißt, das Subjekt, das sich eine Sache aneignet, immer die Sache schon in einer gewissen Weise funktionalisiert und die Sache außerhalb des eigenen Bewusstseins überhaupt nicht existiert. Das war aber jetzt nur der Schnellkurs in Erkenntnisphilosophie, wenn man so will, den wir uns aber jetzt an dieser Stelle schenken können. Sie sehen hier drei Leute aufgelistet, die nicht alle, aber zum Teil eben schon zur Sprache gekommen sind. Karl Brandi, Historiker in Göttingen. Hermann Nohl, der ist eben schon zur Sprache gekommen, einer, der so im Fahrwasser von Diltei und Lebensphilosophie durchaus unterwegs ist, Pädagoge in Göttingen, übrigens auch Verfasser eines Buches zum historischen Bewusstsein, wird aber auch selten heute noch zitiert, und der eigentlich zentral für uns ist, auch wenn er von Ihnen aus gesehen da jetzt rechts außen ist, Erich Weniger. Erich Weniger, den man, wenn, ja als Pädagogen kennt, oder? An der Stelle sage ich den Studierenden immer, nicken hilft dann dem Redner. Dann weiß man nämlich, ob man was wiederholen oder nochmal erläutern muss. Als Lehrplantheoretiker und Pädagoge eben dann auch in Göttingen bekannt. Aber eigentlich habilitiert 1926 unsere Zeit mit einer Schrift zu den Grundlagen des Geschichtsunterrichts. Das ist dann heute nicht mehr so wirklich bekannt. Tritt übrigens unmittelbar 1948 mit einem Buch zu den neuen Wegen im Geschichtsunterricht nochmal auf den Plan als, ja, wenn man so will, Geschichtsdidaktiker. Also eine Seite, die vielleicht gar nicht so sonderlich bekannt ist. Noch weniger bekannt dürfte Bernd Mütter sein, Kollege, der in Oldenburg gelehrt hat und ein Buch geschrieben hat, wie Sie sehen, die Entstehung der Geschichtsdidaktik als Wissenschaftsdisziplin in der Epoche der Weltkriege. Also als ob er dieses Buch für unsere Tagung beschrieben hätte, oder? Besser kann man es sich ja eigentlich nicht wünschen. Und Sie sehen übrigens die Person, die ich Ihnen gerade schon mal gezeigt hatte, auch hier wieder auf dem Cover dargestellt. Denn die These des Buches ist die, dass die Auseinandersetzung mit dem historischen Denken und dem historischen Bewusstsein, so wie es die Geschichtsdidaktik betreibt, immer in diesen Nachkriegssituationen in besonderer Weise thematisiert worden ist. Also nach 1918, dann ist für Mütter Erich Weniger der Vater sozusagen dieses Wissenschaftsbetriebs, der sich damals noch nicht so nannte, aber der heute firmieren würde unter Didaktik der Geschichte. Und nach 1945 hat die sich dann nochmal neu aufgestellt. Das muss an dieser Stelle nicht extra thematisiert werden. Ist also die Auseinandersetzung damit, was Geschichte uns eigentlich sagt, wie Geschichte auf unser Bewusstsein wirkt, eine Folge von Kriegserfahrung? Das wäre die These, die hinter diesem Buch steckt und die da auf, weiß ich, 300 Seiten entfaltet wird.
Die Zeit, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, die Zeit der Weimarer Republik ist eine Zeit, in der vieles ja auch nochmal neu bedacht wird, was ältere Wurzeln hat, das aber vielleicht auch nicht ganz zur Blüte gebracht werden kann. Möglicherweise ist die Zeit ja zu kurz. Die Geschichtsdidaktik, die Richtung, die sich mit dem auseinandersetzt, wie Geschichte vermittelt wird, vor allen Dingen damals noch gedacht in der Schule. Und da sind die eben schon angesprochenen pädagogischen Akademien die Orte, wo viele der Denker, die jetzt hier eine Rolle spielen, auch ihr Zuhause gefunden haben. Die entfaltet sich in dieser Zeit, Anfang der 20er Jahre, in einer breiten Masse, wie es die vorher nicht gegeben hat. Also ich habe jetzt hier, wenn man genau zählt, 8 Positionen aufgezählt, die sich in der Literatur dieser Zeit, also in der geschichtsdidaktischen, in Anführungszeichen, Literatur dieser Zeit, ausfindig machen lassen können. Heimatkundlicher Geschichtsunterricht, Sprangerscher Prägung, kennen Sie womöglich noch. Ich denke mal, die Älteren unter uns haben fast noch einen Heimatkundeunterricht im Sprangerschen Sinne erlebt. Zumindest war meiner, glaube ich, nicht weit davon entfernt, obwohl ich als Iderzin das nicht so wirklich reflektiert habe. Aber so im Nachhinein scheint mir das doch so gewesen zu sein. Es gibt auch diesen deutschkundlichen Unterricht von Ulrich Peters etwa, entwickelt innerhalb der Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, der keineswegs, so wie eben gesagt worden ist, nicht alles, wo Volk drinsteht, ist dann schon volkstümlich im Sinne des Nationalsozialismus. Auch dieser Deutschkundeunterricht hat vorwiegend die Aufgabe, oder sollte die haben, die Kunde zum Deutschen sozusagen zusammenzufassen, also auch den Deutschunterricht, den Geschichtsunterricht zusammenzubinden, entsprechende Kooperationsmöglichkeiten aufzuweisen und so ja dem Auftrag entgegenzukommen, der eben schon formuliert worden ist, nämlich so etwas wie in der grundständigen Bildung, in der Grund- und Volksschule einen, ja, gemeinschaftsfördernden Unterricht in Hinsicht auf Volkstum bzw. dann Deutschkunde zu ermöglichen. Also noch nicht in die Richtung von nationalsozialistischer Pädagogik oder Geschichtsdidaktik. Da gibt es natürlich Brücken, die deuten sich Ende der, da eigentlich schon Anfang der 30er Jahre dann an. Gegenwartsbestimmter Geschichtsunterricht ist schon ein Typ, der damals bedacht wird. Das scheint uns manchmal relativ früh, denn wir wissen ja, heute ist der Geschichtsunterricht noch längst nicht so weit gediehen, dass da immer von gegenwärtigen Problemen ausgegangen wird, sondern häufig wird ja einfach etwas über die Vergangenheit gelernt, von dem übrigens niemand etwas hat, wenn er nicht weiß, wie er das auf die Gegenwart anwenden kann. Ja? Das wäre ja einer der Punkte. Ich habe 2 herausgehoben, das sind natürlich die Randpositionen, einerseits die geisteswissenschaftliche Geschichtsdidaktik und das ist natürlich die schon eben angesprochene Richtung, die von Nohl vor allen Dingen ausgeht und dann vor allen Dingen von Erich Weniger auch betrieben wird. Und ganz besonders spannend finde ich die, wie Jochen Huhn mal beschrieben hat, Ein-Mann-Opposition von links. Das ist auch von Ihnen aus links gesehen, nämlich die soziologische Geschichtsdidaktik, die von einigen wenigen, muss man sagen, Menschen betrieben wird, die in der Schule unterwegs sind, und zwar auch mit der Erfahrung des Frontkämpfers, die etwa wie, um eine Person herauszuheben, Siegfried Coverau, seine Kriegserfahrungen gemacht haben und die Einheit, die Volkseinheit im Schützengraben kennengelernt hat. Denn da war plötzlich diese ständige Geschiedenheit zwischen den, weiß ich, Akademikern auf der einen Seite und den Nicht-Akademikern auf der anderen Seite, zwischen den Betuchten und den weniger Betuchten oder Armen auf der anderen Seite, ein ganzes Stück weit aufgehoben, wie wir ja auch aus vielen der biografischen Notizen dieser Zeit durchaus kennengelernt haben. Siegfried Coverau, Sie sehen unten einen Stolperstein, ist jemand, der, er sagt ja selbst soziologisch, eigentlich aber ist das die Sprache der Zeit gemeint, ist eigentlich sozialistisch,
Siegfried Coverau ist tatsächlich jemand, der am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat und sich dann also zurückkehrt, später nach Zwischenstationen nach Berlin, auch ja, im Grunde dadurch ein wenig eigentümlich macht, dass er nicht nur als Direktor eines Gymnasiums, also eines jungen Gymnasiums, muss man ja jetzt eigentlich sagen, tätig wird, sondern gleichzeitig, freiwillig ein Mädchenlyzeum übernimmt und damit sich eigentlich außerhalb der Identität der eben schon zitierten Oberlehrer stellt. Darum auch die Ein-Mann-Opposition. Allerdings ist Siegfried Coverau einer, der durchaus auch in den entsprechenden Organen eine Stimme hat. Das heißt, auch etwa in der Zeitschrift Vergangenheit und Gegenwart publizieren kann, die das Verbandsorgan der Geschichtslehrer ist. Und da achtet man natürlich ganz klar auf die Trennung der Schularten auch. Denn das ist übrigens bis heute so. Der Verband der Geschichtslehrer Deutschlands hat vorwiegend Geschichtslehrer aus dem gymnasialen Bereich als Mitglieder und weniger aus anderen Schultypen. Coverau durchbricht diese Trennung auf verschiedensten Gebieten. Wie gesagt, zweierlei Schularten, die er da betreut als Rektor, ist Mitglied des Berliner Stadtparlaments für die SPD und unterliegt 1933 dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, wird ins KZ eingewiesen und stirbt dann 50-jährig 1936 offenkundig an den Folgen auch dieser Einlieferung bzw. der Behandlung, die er da erfahren hat. Das ist aber jemand, der, und jetzt sind wir tatsächlich wieder beim historischen Bewusstsein, der versucht, dieses Konstrukt eines historischen Bewusstseins theoretisch zu denken. Und zwar aus seiner, jetzt hätte ich bald gesagt, Twitter-Position heraus, die er einnimmt, die verschiedene Traditionen eigentlich wieder aufgreift und zu vereinen versucht. Er ist jemand, der 1923 eine umfangreiche Schulbuchanalyse vorlegt, die vor allen Dingen eben die Schulgeschichtsbücher deutscher Sprache analysiert, nachdem es zuvor eine französischsprachige Schulbuchanalyse gegeben hat. Allerdings keineswegs in revisionistischer Absicht, sondern in völkerverständigender Absicht. Jemand, der 1925 in Berlin eine Konferenz durchführt, die international besucht wird, auch gut dokumentiert ist, also kann man heute noch nachlesen, und eben Geschichte, historische Bildung zur Völkerverständigung einsetzt. Gleichzeitig aber, und das ist schon fast befremdlich für den Oberlehrer, der Oberlehrer, es gibt ja so ein Zitat aus dem 19. Jahrhundert, der macht sich das bisschen Psychologie oder Pädagogik, was er braucht, schon selbst. Ja, das, manchmal hat man den Eindruck, das wäre auch so eine Kontinuität. Das ist bei Coverau nicht der Fall. Coverau ist übrigens Mitglied der entschiedenen Schulreformer und publiziert auch in der Zeitschrift dieses Verbandes einen Aufsatz zum historisch-politischen Bewusstsein, wo er dieses Modell vorstellt, was Sie da von mir kunstvoll in Form gebracht sehen, vorstellt. Ihm ist nämlich ganz klar, es geht nicht alleine nur darum, etwa durch historische Vermittlung an jedem Ort einfach Fakten zu vermitteln. Viel wichtiger sind natürlich auch solche Dinge wie Imaginationen. Denn wir alle gehen doch davon aus, wenn wir uns mit Vergangenheit befassen, von den eigenen Bildern, die wir selbst verinnerlicht haben und die wir auf Geschichte übertragen. An der Stelle müssten jetzt die Studierenden hören, für mich sieht Sissi aus wie Romy Schneider. Weil ich eher Romy Schneider kannte als Sissi in den Filmen, bevor ich irgendetwas über Sissi gelesen habe. Oder gewisse Ähnlichkeit haben die auch, ne? Also klar. Oder der typische Ritter des Mittelalters ist für mich der schwarze Ritter aus Ivanhoe. Ne? Wir haben alle solche Bilder im Kopf, die uns in außerschulischen Bereichen entgegengetreten sind im Film. Die typische Burg haben wir doch alle im Kopf. Also wer am Rhein auf oder in Köln aufgewachsen ist und nicht den Drachenfels für die typische Burg hält, bei dem muss ja was falsch gelaufen sein in der Sozialisation sozusagen.
Ja? Oder er hat irgendeine andere Burg besucht, die für ihn zu einem Bild geworden ist, das immer wieder dann, wenn man sich mit Burgen, Rittern, Königinnen auseinandersetzt, aufscheint, auch wenn man Bücher liest. Sie kennen das doch alle, Sie haben irgendein Buch gelesen, weiß ich, Wallenstein von, jetzt nehmen wir mal nicht den Thomas oder den Golomann, und dann sehen Sie diesen Vierteiler darüber. Und Sie hätten sich doch so vieles ganz anders vorgestellt, oder? Dann ist man doch enttäuscht. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Das heißt, diese Imaginationen, diese inneren Bilder, die wir mit uns rumtragen, das ist ja das, was auch diesen subjektiven Bezug ausmacht, mit dem wir auf Vergangenheit zugreifen und übrigens dann daraus Geschichte machen. Andererseits haben wir kollektive Bilder. Der ein oder andere hat eben genickt, als ich Romy Schneider und Sissi identifiziert habe. Ich vermute, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Und diese ähnlichen Erfahrungen drücken sich eben darin aus, dass unsere Vorstellungsbilder zum Teil kollektiv, zum Teil individuell unterschiedlich sind. Also hier ist schon 1926, da ist dieser Aufsatz publiziert worden, eine hochelaborierte Form des subjektiven Bezugs in Bezug auf Geschichte eben gedacht worden. Der Kausalsinn, den Sie da rechts sehen, das ist das, wo Fakten zu Zusammenhängen zusammengebunden wird. Also Einzelheiten aus der Vergangenheit lernen wir ja so gut wie nie. Und wenn, dann vergessen wir die unmittelbar, wenn wir sie nicht in Zusammenhänge stellen können. Man könnte jetzt mal kurz eben definieren, was das ottonisch-salische Reichskirchensystem ist. Aber das wird keiner mehr kennen, vielleicht Einzelfälle, die sich darunter summieren lassen. Aber die Zusammenhänge hier, also das ist die Form, wo die Ottonen und Salier, darum heißt das eben ottonisch-salisches Reichskirchensystem, die Bischöfe eingebunden haben in die Reichsverwaltung, in dem Grafenrechte und dergleichen verliehen worden ist. Das ist ein Zusammenhang, den stellen wir aber still, indem wir diesen Zusammenhang, der ungefähr 200 Jahre währten, als ottonisch-salisches Reichskirchensystem benennen. Das machen wir übrigens auch mit der Französischen Revolution. Die ist ja auch nicht an einem Tag begonnen und zu Ende geführt worden. Ja? Das heißt, manchmal sind die Dinge, die wir Fakten nennen, ja auch Zusammenhänge verschiedenster Ereignisse. Aber auch da müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, nur vielleicht, um uns klarzumachen, wie differenziert dieser Coverau beispielsweise gedacht hat. Zeitsinn, Naturzeit, ja, wenn es die denn gibt. Wir messen ja immer Zeit, also physikalische Zeit. Da haben wir verschiedene Parameter eingeführt und verschiedene Instrumente erfunden, um die zu messen. Aber was ist tatsächlich Zeit und was ist historische Zeit? Wir reden jetzt über einen Zeitraum, der 100 Jahre zurückliegt und versuchen uns in diese Zeit hineinzuversetzen, tun das natürlich immer mit den anderen Vermögen, dem Kausalsinn und dem Imaginationssinn, der dabei zum Tragen kommt, wenn wir das tun, und haben Schwierigkeiten damit, diese Zeiten auch wieder in die Gegenwart hineinzuholen, beziehungsweise sauber zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu trennen. An der Stelle wird man jetzt gerne auch wieder Augustinus zitieren, der das ja schließlich in seinen Bekenntnissen relativ frühzeitig und ausführlich getan hat. Wir sind ja immer wieder, wenn wir auf Vergangenheit zurückgreifen, durch die Gegenwart bestimmt an vielen Punkten. Und das Interesse. Interesse, wer noch ein wenig Latein gelernt hat, weiß, das hat irgendwas mit dazwischen zu tun. Und das Esse ist das Sein, also dazwischen sein, wirklich von Geschichte auch tangiert, berührt zu werden, da, wo der Geltungstrieb und das Wollen zum historischen Verstehen aneinander geraten. Wir erzählen doch gerne die Geschichten, die so gut in unser Konzept passen. Und das haben auch die Menschen in der Vergangenheit schon getan. Das ist ja die Krux dabei, vor allen Dingen, wenn man in vormoderner Zeit vor allen Dingen auf historiografische Quellen verwiesen ist. Das heißt, diejenigen, die in vergangenen Gegenwarten, beispielsweise 1923, das Mittelalter wiederbeleben wollten oder vom Untergang des Abendlandes gesprochen haben, die haben damit ja ein in der Gegenwart liegendes Ziel verfolgt und Geschichte sozusagen benutzt, zumindest besteht die Gefahr immer, vor die wir uns
irgendwie, am besten durch den Willen zum historischen Verstehen, durch die Anwendung historischer Methode und entsprechender Formen historischen Denkens vertraut machen. Also ein relativ kompliziertes Konzept, das nicht so sonderlich weit von dem entfernt ist, was die Geschichtsdidaktik heute auf ihre Fahnen geschrieben hat als Gegenstand, nämlich das historische Bewusstsein in der Gesellschaft zu erkunden. Und das ist der springende Punkt, das historische Bewusstsein, also diese Vorstellung von dem, was in der Vergangenheit sich zugetragen haben könnte, mit Bezug auf die Gegenwart zu untersuchen. Und das ist, also unser historisches Bewusstsein, ja, auch durch so etwas wie institutionalisierte Bildung, also zum Beispiel Geschichtsunterricht beeinflusst. Keineswegs nur, aber auch. Wer die ganzen Sammlungen zu Erinnerungsorten durchschaut, angefangen von denen von Nora bis hin zu den deutschen Erinnerungsorten oder Schweizer, oder es gibt ja mittlerweile auch mittelalterliche und christliche, aber wer diese nationalen Sammlungen einsieht oder auch die europäischen, der wird auf einen Erinnerungsort nicht stoßen, der gar nicht so unwichtig zu sein scheint, nämlich auf den Geschichtsunterricht. Sie alle haben noch Vorstellungen von ihrem Geschichtsunterricht und die werden ihr historisches Bewusstsein mitprägen. Und sei es, dass sie sich immer wieder daran erinnern, wie quälend langweilig der gewesen ist, oder? Auch das bleibt natürlich nicht ohne Folgen sozusagen. In dieser Zeit, und auch da sieht man das neue Aufbrechen, wird nicht nur versucht, hier das konzeptionell theoretisch zu durchdenken, wie denn dieses historische Bewusstsein, was wie gesagt schon lange im Schwange ist, denn zergliedert werden könnte, theoretisch aufgearbeitet werden könnte. Es wird auch versucht, das empirisch in den Griff zu bekommen, das heißt Untersuchungen dazu zu machen, wie etwa oder wie das historische Bewusstsein von Schülern gestaltet ist. 1932, ganz berühmte Untersuchung von Kurt Sonntag im Rahmen in Kiel an der Pädagogischen Akademie untersucht, wie sieht das historische Bewusstsein der Schüler aus mit entsprechenden empirischen Materialien, also tatsächlich Schülerbefragungen und dergleichen. Übrigens Ergebnisse, die noch 1950 wieder aufgegriffen werden. Das könnte man methodologisch hinterfragen, ist aber tatsächlich so der Fall gewesen. Also die Geschichte, zumindest die Geschichtsdidaktik, die ja in diesem Fall nicht unbedingt als Teil der Geschichtswissenschaft zur Kenntnis genommen worden ist, war also, was das historische Denken anbetrifft, Konzepte zum historischen Bewusstsein eigentlich relativ weit fortgeschritten und sich bewusst, dass das historische Bewusstsein keineswegs nur durch intentionale Lehr-Lernveranstaltungen beeinflusst wird, sondern etwa auch durch romanhafte Literatur. Siegfried Coverau ist jemand, der übrigens natürlich Deutsch als zweites Fach hat und auch als Dichter schon mal hervorgetreten ist, aus einem evangelischen Pfarrhaus stammt, übrigens in mittelalterlicher Geschichte promoviert hat, aber das nur nebenbei eingeflochten, der hat mindestens 3 Monographien zum Geschichtsunterricht geschrieben und hat auch darauf hingewiesen, dass man bitteschön so etwas wie Romane einsetzt, und zwar keineswegs neutral, sondern durchaus im Sinne seiner sozialistischen Ausrichtung. Das heißt, Romane, die Alltagsleben der unteren Schichten in verschiedenen Zeiten darstellen. Und von daher ist das sicherlich einer, der zwischen den Schichten, von denen eben die Rede war, wandelte. Der sich nicht durchgesetzt hat am Ende. Sie sehen ja, 1936 verstorben. Nicht mal 1945 in der SED hat man an die Ideen angeknüpft, die eigentlich bestens geeignet gewesen wären, daran anzuknüpfen, in einer Zeit, wo man dann ja auch wieder neue Formen historischer Bildung in den Besatzungszonen und vor allen Dingen dann hier in der SED aufbauen musste. Also von daher ist die Geschichtsdidaktik da weitgehend, ja, in dem Falle müsste man fast sagen, an der Front gewesen. Ich habe mal behauptet, eigentlich wird hier das präfiguriert, was die Geschichtsdidaktik als Wissenschaft seit den 70er Jahren ausmacht. Ich glaube, das gilt für viele Bereiche, da wo Dinge nicht zum Abschluss gekommen, aber später auch wieder aufgegriffen worden sind. Wir haben das eben in Bezug auf Schulpolitik auch an der einen oder anderen Stelle gehört. Hier könnte das zumindest der Fall gewesen sein. Das haben wir
oder was können wir festhalten am Ende? Die Didaktik der Geschichte, die beginnt sich da zu formieren, wir haben jetzt nur einen Ansatz etwas genauer unter die Lupe genommen, reflektiert nicht nur das historische Lernen im Geschichtsunterricht, das wäre auch viel zu kurz, weil das meiste, was wir über Vergangenheit lernen, lernen wir nicht im Geschichtsunterricht, sondern ganz woanders. Und die Medien, die das vermitteln, sind heute sicherlich noch wirkungsvoller als zu der Zeit eines Siegfried Coveraus, da wo man also mit irgendwelchen Masken sich tatsächlich in die Vergangenheit setzen kann oder sie mit der Straßenbahn 1908 durch Köln fahren, wie ja möglich ist, da kann es doch wohl sein, dass das noch wesentlich intensiver ist. Das historische Bewusstsein wird nicht nur von intentionalen Einrichtungen wie Unterricht beeinflusst, sondern vor allen Dingen auch durch das, was mit Jörn Rüsen mittlerweile Geschichtskultur genannt wird, durch geschichtskulturelle Einflüsse. Und der Unterschied zwischen historischem Bewusstsein und Geschichtskultur ist ja der, also da muss ich immer deutlich Herrn Schönemann auch widersprechen, der immer behauptet hat, ja, das Geschichtsbewusstsein basiert ja auf einer neuronalen Struktur und die Geschichtskultur nicht. Aber die heißt übrigens Geschichtskultur, weil sie auf einer kulturellen Struktur basiert und in dieser strukturellen Struktur der Geschichtskultur, die uns alle umgibt, auf die wir Einfluss haben und die in vielfältiger Weise existiert, nicht in einer monolithischen Art und Weise, sondern in vielfältiger Weise existiert. Da, wo Sie in Ihrem, weiß ich, Kaninchenzüchterverein von 1896 aktiv sind oder im Geschichtsverein von 1923, immer sind das ja Erinnerungskollektive, die dadurch, dass Jahrestage begangen werden, dass Festschriften auferlegt werden, dass Medaillen geprägt werden oder was auch immer, manchmal an Ursprungsformen, manchmal an Veränderungen in der Zeit erinnert. Langer Rede, kurzer Sinn, nicht auf Geschichtsunterricht soll hier alleine geblickt werden, sondern auf den Zusammenhang von Geschichtsunterricht und Geschichtskultur. Darum ist Frau Hanke auch hier, weil sie das seit langer Zeit und dann im Bereich der Kaiserzeit und der Weimarer Republik vor allen Dingen gemacht hat, der ich jetzt das Feld räume, damit sie das, was ich hier so abstrakt von mir gegeben habe, vielleicht doch etwas konkreter darstellen kann. Danke. Danke für die Vorstellung und für die Einladung erstmal, Herr Hasberg. Sehr geehrte Damen und Herren, als der Direktor der Düsseldorfer Luisenschule im Frühjahr 1923 seinen Bericht für das vergangene Schuljahr 22/23 verfasste, zeichnete sich schon ab, dass das Bevorstehende noch schwieriger werden würde. Der Gesundheitszustand im Kollegium ließ zu wünschen übrig, Schulgelder und Fahrkartenpreise schossen in die Höhe. Und nach der Besetzung des Düsseldorfer Hauptbahnhofs waren die Schulwege beschwerlicher geworden. Darüber hinaus hatte die Schule ihr Gebäude räumen müssen, was der Direktor folgendermaßen in seinem Bericht schilderte. Am 8. Januar 1923 begann die Besetzung des Ruhrbezirks durch die Franzosen. Unsere Schule wurde von vornherein in stärkste Mitleidenschaft gezogen. Beide Häuser, das Lyzeum und die Studienanstalt, mussten binnen 24 Stunden geräumt werden und so weiter. Die Beschränktheit des Raumes machte das Ausfallen einer beträchtlichen Anzahl von Stunden nötig. Auch an den höheren Schulen Dortmunds war der Unterricht stark beeinträchtigt. Die Gebäude der beiden höheren Mädchenschulen wurden von französischen Truppen besetzt. Am schlimmsten hat es aber das Dortmunder Bismarck-Realgymnasium getroffen, wo der Direktor am 5. Juli 1923 aus seinem Amtszimmer heraus verhaftet und mit anderen Dortmunder Beamten für 4 Wochen inhaftiert wurde. Erst im November 1923 darf er wieder in sein Amt treten.
Wie angespannt die politische Situation auch noch nach dem Abzug der französischen Besatzer blieb, lässt sich wiederum dem Bericht seines Direktorenkollegen vom Dortmunder Hindenburg-Realgymnasium entnehmen. Ich zitiere: Die Räumung Dortmunds von den Franzosen war eine Erlösung für Schüler und Lehrer von schwerem und mühsam ertragenem Drucke, heißt es darin. Und weiter: Mehrmals waren vorher französische Offiziere erschienen, um die Schule mit Truppen zu belegen. Jetzt waren wir wieder frei von der Franzosenherrschaft. Eine besondere Schulfeier, die wir mit Begeisterung feiern wollten, wurde von der Stadtverwaltung verboten, um unsere noch in der Gefangenschaft schmachtenden Brüder nicht zu gefährden. Aber auch in den Städten, die von der Besetzung nicht unmittelbar betroffen waren, beeinflusste das politische Geschehen den Schulalltag. So mussten sich zum Beispiel die Schüler der Helmholtz-Oberrealschule Bielefeld im Abitur mit dem Thema Der Rechtsbruch der Franzosen in der Besetzung des Ruhrgebietes und seine Bedeutung für uns auseinandersetzen. Und eine Geschichtslehrerin der Realgymnasialen Studienanstalt in Münster schrieb in ihrem Lehrbericht 1923: Mehr als je tut es Not, in dieser trostlosen Gegenwart uns der Werte bewusst zu werden, die tief in der deutschen Volksseele ruhen und aus dem Stolz und der Freude an einer langen und ruhmreichen Vergangenheit Mut für die Zukunft zu gewinnen. Aus der Erinnerung an die Vorzeit erwächst die Tat der Zukunft in einem wachen Geschlecht. Liest man die Berichte, dann kann kein Zweifel bestehen, im Krisenjahr 1923 befanden sich auch die Schulen im Krisenmodus. Die Sorgen und Zukunftsängste äußerten sich in bedrückten Klagen, aber auch in kraftvollen Erneuerungsappellen, übersteigerten Nationalgefühl, der Glorifizierung deutscher Geschichte oder Prahlerei über deutsche Kultur, wie sie zum Beispiel Peter Gay in seinem Klassiker Die Republik der Außenseiter über die Kultur der Weimarer Republik eindrücklich beschrieben hat. Im Folgenden gehe ich der Frage nach, ob oder inwiefern das krisenhafte Geschehen Anfang der 20er Jahre die Geschichtskultur der rheinländischen und westfälischen Schulen beeinflusste. Zunächst halte ich es für angebracht, kurz auf meine Hauptquelle, die eben schon erwähnten Jahresberichte der höheren Lehranstalten, einzugehen. Danach richtet sich mein Blick auf den Geschichtsunterricht. Dabei untersuche ich anhand der Schulgeschichtsbücher, Aufsatz- und Prüfungsthemen dieses Jahres oder dieser Jahre, wie das Zeitgeschehen von den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen wahrgenommen, verarbeitet und reflektiert wurde. Anschließend wende ich mich der außerunterrichtlichen Praxis zu. Dabei zeige ich, wie der Umgang mit Geschichte und Vergangenheit angesichts der Krisenlage funktionalisiert wurde. Zum Schluss unternehme ich noch einen Ausblick auf die sogenannten goldenen 20er Jahre, in denen sich die innen- und außenpolitische Lage konsolidierte. Mein Fokus ist also heute nicht die bildungspolitische Ebene, sondern ich versuche, in die Schulen reinzublicken. Zunächst zu den Quellen. Über den immensen Informationswert der von mir verwendeten Jahresberichte der höheren Lehranstalten besteht in der bildungsgeschichtlichen Forschung Konsens. Die darin aufgeführten Stoff- und Stundenverteilungen, Lehrmittel, Aufsatz- und Prüfungsthemen bieten zuverlässige Informationen über die Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte und pädagogischen Konzepte vergangenen Unterrichts. Darüber hinaus geben die unter der Rubrik Schulchronik aufgeführten Aktivitäten und Veranstaltungen einen ziemlich genauen Einblick in den schulischen Alltag und die im Umfeld einer Schule gepflegte Geschichtskultur. Heuristisch-methodologisch eignen sich die Jahresberichte der höheren Schulen daher sehr gut für historische Tiefenbohrungen, die unter Umständen zeittypische Muster freilegen können. Obwohl sie auf der Ereignis- bzw. realgeschichtlichen Ebene als zuverlässige Quelle eingestuft werden dürfen, sind sie natürlich immer nur mit Vorsicht zu genießen, da bei ihrer Bewertung stets von einer gewissen Selbstzensur auszugehen ist. Als Informationsbroschüren und Rechenschaftsberichte, die an die übergeordnete Behörde, also an die Provinzialschulkollegium, abzugeben waren, dienten die Jahresberichte auch der Kontrolle und der Repräsentation. Sie dienten der Vernetzung der Schulen untereinander,
Sie dienten aber auch der Vernetzung von Schule und Öffentlichkeit, von Schule und Wissenschaft oder von Schule und Verwaltung. Insofern sind sie als vielschichtige Dokumente einzuordnen, die neben zahlreichen intersubjektiv überprüfbaren, also realgeschichtlichen Informationen auch auf Handlungszwänge, Anpassungsdruck und Disziplinierungsprozesse verweisen können. Wer sich mit Geschichtsunterricht und Geschichtskultur an höheren Schulen beschäftigt, kommt an den Jahresberichten der höheren Lehranstalten also eigentlich nicht vorbei. Um die Frage zu beantworten, ob oder inwiefern das krisenhafte Geschehen Anfang der 20er Jahre den Geschichtsunterricht und die Geschichtskultur der rheinländischen und westfälischen Schulen beeinflusste, habe ich die Jahresberichte folgender Schulen analysiert. Städtisches Progymnasium Bergisch Gladbach, Städtisches Lyzeum und Studienanstalt Bonn, Städtisches Lyzeum, Oberlyzeum und Studienanstalt, also die vormals schon genannte Luisenschule Düsseldorf, Gymnasium Paulinum Münster, Schiller-Gymnasium Münster, Städtisches Bismarck, Realgymnasium Dortmund, Hindenburg, Realgymnasium Dortmund, Helmholtz, Oberrealschule Bielefeld, Ratsgymnasium Bielefeld und Auguste-Viktoria-Schule Bielefeld. Ich habe also zumindest versucht, eine gute Mischung hinzubekommen, was die konfessionellen Prägungen der Schule angeht. Ich habe Mädchen- und Jungschulen genommen und auch verschiedene Schulformen der höheren Lehranstalten berücksichtigt. Will man erschließen, ob und wie das krisenhafte Geschehen 1923 im Geschichtsunterricht verarbeitet und reflektiert wurde, dann bietet es sich an, die in den Jahresberichten aufgeführten Prüfungs- und Aufsatzthemen genauer in den Blick zu nehmen. Dabei fallen dann vor allem vier Merkmale ins Auge. Erstens waren die Prüfungs- und Aufsatzthemen politisch aufgeladen, kein Wunder. Das Dortmunder Hindenburg-Realgymnasium mag als Beispiel dienen. Im Schuljahr 1922-23 hieß das Abiturthema: Inwiefern lässt sich der jüngst vergangene Krieg vergleichen mit dem Preußischen Krieg von 1806-1807? Ein Jahr später durften die Schüler wählen zwischen den Themen der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze und dürfen wir uns die Forderung nie wieder Krieg zu eigen machen. Themen wie Versailles, ein Ort der Schönheit und stolzen Freude und der Schmach, setzten bewusst auf Emotionen, verhinderten eine sachliche Auseinandersetzung und verfestigten so die Vorstellung, von den Siegermächten ungerecht behandelt worden zu sein. Zweitens zeichneten sich die Themen durch eine starke Gegenwarts- und Zukunftsorientierung aus. Die als demütigend empfundene Nachkriegssituation bildete nicht nur die Grundlage für gegenwartsbezogene Themen, sondern auch den Ausgangspunkt für Zukunftsentwürfe. In diesem Bereich fallen Themen wie, Zitat, ein Mahn- und Trostwort an das deutsche Volk im Dunkel der Gegenwart. Lasset uns, liebe Brüder, mit fröhlichem und getrostem Herzen auch mitten unter der dunklen Wolke arbeiten, denn wir arbeiten an einer großen Zukunft, Herder. Und was berechtigt uns, aus dem Verlaufe der Geschichte auf einen neuen Aufstieg Deutschlands zu hoffen? Oder sind wir trotz der gegenwärtigen Lage zu einem tröstlichen Ausblick in die Zukunft berechtigt? Am Gymnasium Paulinum in Münster lauteten die Themen 1923: Was berechtigt uns, aus dem Verlaufe der Geschichte auf einen neuen Aufstieg Deutschlands zu hoffen? Und was haben wir angesichts der gegenwärtigen Lage von den drei Sprichworten Not kennt kein Gebot, Not entwickelt Kraft und Not lernt beten zu halten? An der Luisenschule hieß ein Aufsatzthema Die Not unserer Zeit und am Städtischen Bismarck-Realgymnasium Dortmund Gott, Vaterland, Freiheit, Ehrenhaftigkeit, auch heute wieder der Weg zur Wiedergeburt Deutschlands. Wir sehen also, dass der Bezug auf die Vergangenheit im Krisenjahr 1923 häufig mit einem Zukunftsappell verbunden war. Das ist durchaus ambivalent zu betrachten. Einerseits eigneten sich solche Themen, um den Schülerinnen und Schülern ihre Zukunfts- und Handlungsfähigkeit vor Augen zu führen. Andererseits waren sie oftmals nationalistisch und latent aggressiv. Das führt zum nächsten Merkmal. Denn drittens fällt auf, dass viele Themen
um Krieg kreisten. Zum einen und in erster Linie natürlich um den Weltkrieg. An der Düsseldorfer Luisenschule lautete die Prüfungsfrage im Schuljahr 1922-23, welche Gegensätze führten zum Weltkrieg? Die Schüler des Paulinums sollten im Schuljahr 23-24 die Folgen des 30-jährigen Krieges mit den Folgen des Weltkrieges vergleichen. Am Dortmunder Hindenburg-Realgymnasium hieß das Abiturthema, wie schon erwähnt, im Schuljahr 22-23, inwiefern lässt sich der jüngst vergangene Krieg vergleichen mit dem Preußischen Krieg von 1806-1807? Und im Schuljahr 1923-24 dürfen wir uns die Forderung nie wieder Krieg zu eigen machen. Und an der Helmholtz-Oberschule Bielefeld sollten sich die Schüler mit der Frage befassen, wie beförderte die europäische Politik seit 1890 die Entfaltung der vorhandenen Kriegskeime? Zum anderen bezogen sich auffällig viele Aufsatz- und Prüfungsthemen auf die sogenannten Befreiungskriege 1813-14 gegen Frankreich. Zum Beispiel sollten sich die Schüler des Bismarck-Realgymnasiums Dortmunds mit der Dichtung der Befreiungskriege und die Schüler der Helmholtz-Schule Bielefeld mit, Zitat, Preußens Erhebung gegen Frankreich auseinandersetzen. So wurde die bereits im Kaiserreich erzählte Geschichte von Fremdherrschaft und deutsch-preußischer Erhebung vor dem Hintergrund der Ruhrbesetzung reaktiviert. Die Rückprojektion auf die siegreichen Befreiungskriege von 1813-14 suggerierten, dass man auch die gegenwärtigen als demütigend und unhaltbar empfundenen Zustände überwinden kann und überwinden würde, im Zweifel sogar mit den Mitteln eines erneuten Kampfes. Viertens äußert sich in Themen wie zum Beispiel Beweise aus der Geschichte, dass sich große Persönlichkeiten nur in der lebendigen Beziehung zu ihrem Volke auswirken können. Warum ist die Person Friedrichs des Großen so volkstümlich geworden? Wie beurteile ich den Film Friedericus Rex nach einem Kinobesuch der Schule? Oder Theodor Körner, ein Vorbild der deutschen Jugend, eine Tendenz zur Heldenverehrung, vielleicht auch Heldensehnsucht. Anders als im Kaiserreich standen diese Helden nicht über dem Volk, sondern zeichneten sich gerade durch die ihnen zugeschriebene Volkstümlichkeit aus. Neben den Aufsatz- und Prüfungsthemen können uns auch die Schulbücher Aufschluss darüber geben, was im Geschichtsunterricht 1923 vermittelt wurde oder besser gesagt vermittelt werden sollte. Nach dem Krieg war die Benutzung der alten Schulgeschichtsbücher aus dem Kaiserreich zwar per Ministerialerlass vom 6.12.1919 untersagt worden, da aber ohnehin keine neuen Schulbücher erhältlich waren und sich ihre Herstellung immer weiter verzögerte, wurden die alten Bücher nachgedruckt und durch einen zeitgeschichtlichen Anhang ergänzt. Bis in die Mitte der 20er Jahre hinein verwendeten die meisten der hier, oder zumindest die protestantisch geprägten Schulen, die populäre Schulbuchreihe von Friedrich Neubauer weiter. Neubauer hatte sein Lehrwerk zu Beginn der 20er Jahre zwar überarbeitet, jedoch schon im Vorwort zu verstehen gegeben, dass er den zentralen Elemente des wilhelminischen Geschichtsunterrichts, also zum Beispiel Lehrererzählung oder Personalisierung der Geschichte, weiterhin für unverzichtbar hielt. Auch inhaltlich bewegte sich das Lehrwerk weitgehend in den alten Bahnen. Zum Beispiel wurde der in den Kriegsjahren verbreitete Einkreisungsgedanke in einem Kapitel mit der Überschrift »Die Einkreisung Deutschlands« aufrechterhalten. Deutsche Völkerrechtsverstöße wie der Einmarsch in das neutrale Belgien wurden ausgeblendet oder gerechtfertigt, die eigenen Leistungen hervorgehoben, gegnerische Kriegserfolge relativiert. Nicht der Krieg an sich stieß in dem Schulbuch auf Ablehnung, sondern die Kriegsfolgen. Demzufolge lief der, ich zitiere, an schamloser Härte alles übertreffende Friedensvertrag darauf hinaus, das Deutschtum allenthalben zu vergewaltigen und zu knechten, die deutsche Ehre zu besudeln, Deutschland seine Unabhängigkeit zu rauben, Deutschland dauernd wehrlos zu machen, Deutschland finanziell zu ruinieren, Deutschland wirtschaftlich zu knebeln und einen neuen Aufstieg unmöglich zu machen. Zitat Ende. So also Friedrich Neubauer in seinem Vorwort Grundzüge der Geschichte für höhere Lehranstalten aus dem Jahr 1923. Hier noch einige Beispiele, Kostproben.
England sah mit Neid und Sorge auf das Wachstum des deutschen Außenhandels. Eine steigende Presshetze setzte ein, Österreich-Ungarn von Deutschland zu trennen, gelang Edward VII. Nicht, trotz seines Besuchs bei Franz Josef. Aber seine Erfolge waren groß. England, Russland, Frankreich hatten ihre kolonialen Streitigkeiten begraben und sich gegen Deutschland geeinigt. Anderswo wurde die Volksstimmung durch die Presse in deutschfeindlichem Sinne bearbeitet. Und weiter, zu einem umso furchtbareren Gegner wurde die Hungerblockade. Dass sie gegen alles Völkerrecht verstieß, kümmerte die Engländer nicht, die alle seerechtlichen Abmachungen mit Füßen traten. Mitteleuropa wurde zur belagerten Festung. Wir halfen uns durch Streckung des Brotes mit Kartoffeln. Der deutsche Kriegsplan war, sich zuerst mit ganzer Gewalt auf Frankreich zu stürzen und dieses zum Frieden zu zwingen. Da von Belfort bis Verdun eine Reihe von äußerst starken Festungen die feindliche Grenze schützte, wurde der Weg durch Belgien genommen, dessen Besetzung auch deshalb für nötig erachtet wurde, weil ein feindlicher Einbruch durch Belgien in unser Industriegebiet, das unsere Waffen und Kohlen lieferte, zu fürchten war. Und noch eins, noch stand der Feind kaum auf deutschem Boden, noch war keine der großen deutschen Festungen auch nur angegriffen. Trotzdem wurde am 11. November der Waffenstillstand geschlossen. Es ist unverkennbar, dass mit den neubauerschen Schulgeschichtsbüchern auch die spätwilhelminischen Geschichts-, Zehr- und Feindbilder, ja auch Lügen wie die Dolchstoßlegende oder die Lüge, dass man durch den Einmarsch ins neutrale Belgien einen Angriffskrieg verhindern wollte, weitertransportiert wurden. Selbstverständlich gab es auch Stimmen, die sich abgestoßen fühlten. So spottete zum Beispiel Neubauers Kollege, der eben von Herrn Hasbeck schon erwähnte, Siegfried Coverau, über den, Zitat, alten und auf neu renovierten Geschichtsunterricht. Zitat, so sieht die Objektivität unserer üblichen Geschichtsbücher aus. So ist das Material, das in die Hände von meist hochnationalistischen Geschichtslehrern gelegt wird. Und weiter, es bedarf geringer Fantasie, um deutlich die Redewendung von Deutschlands Unschuld und der verbrecherischen Kriegslust der Feinde zu hören. Was dann bei solcher Technik des Weglassens und Verschweigens herauskommt, das ist in jeder Weise kongenial der Diplomatie des wilhelminischen Zeitalters. Volker Ulrich hat jüngst in seinem Buch Deutschland 1923, das Jahr im Abgrund, anhand von Ego-Dokumenten und Pressezeugnissen aufgezeigt, wie der Nationalismus in Deutschland angesichts von Hyperinflation und Ruhrbesetzung hochschäumte. In Hinblick auf den Geschichtsunterricht der höheren Schulen im Rheinland und in Westfalen bestätigt sich dieses Bild. Zumindest deuten die Lehrmittel, Aufsatz- und Prüfungsthemen darauf hin, dass der Unterricht seinen Anspruch auf Objektivität zugunsten einer nationalen oder nationalistischen Erziehung einbüßte. Und außerhalb des Unterrichts zeigt sich ein ganz ähnliches Bild. Liest man die Veranstaltungschroniken der höheren Schulen, dann wird deutlich, dass der Umgang mit Geschichte in hohem Maße durch das Tagesgeschehen geprägt war. Zum Beispiel besuchten die Schüler des Schiller-Gymnasiums im Schuljahr 23/24 die Ausstellung Rheinlandnot in Münster. Und die Schüler des Hindenburg-Realgymnasiums sahen sich eine Kolonialausstellung an, von der es im Jahresbericht heißt, sie zeigte Landesprodukte, Jagdtrophäen und so weiter aus unseren geraubten Kolonien. Dass selbst vermeintlich unpolitische Veranstaltungen politisch aufgeladen waren, veranschaulicht ein sogenannter bunter Abend am Dortmunder Realgymnasium im Schuljahr 1923/24, der unter dem Motto stand, wir wollen eines nur erstreben, nur einem Ziele wollen wir uns weihen, wir wollen deutscher Art und deutschen Leben, beredte, nimmermüde Hüter sein. Die Politisierung und Nationalisierung schulischer Veranstaltungen machte im Krisenjahr 1923 auch vor Weihnachten nicht Halt. Als zum Beispiel das Bielefelder Ratsgymnasium 1923 zur Weihnachtsfeier lud, hörten die Gäste kein einziges Weihnachtsstück, sondern ausschließlich Deutschnationales. Tags darauf berichtete die Westfälische Zeitung, gestern rief das Gymnasium und Realgymnasium die Eltern und Bekannten zu einer innigen, stimmungsvollen Feier in die Aula.
Durch den Programmteil wurde auf die Tatsache hingewiesen, dass Weihnachten stets das Fest der Deutschen gewesen ist und es auch immer bleiben wird. Vaterländische Lieder und Deklamationen wechselten einander ab. Und als im Frühjahr 1924 das Schlimmste überstanden war, philosophierte ein Dortmunder Schuldirektor auf einer Schulfeier über den, ich zitiere, Segen der Armut für deutsche Art und deutsches Wesen, indem er, Zitat, von der deutschen Geschichte ausgehend zeigt, dass nicht immer ein kulturelles Höchstes mit Wohlhabenheit und Reichtum Hand in Hand zu gehen braucht. Anfang der 20er Jahre etablierte sich an den Schulen der Einsatz von Filmen. Auch wenn immer wieder auf die Risiken des Films hingewiesen wurde, akzeptierten weite Bevölkerungskreise das neue Medium, das sich im Weltkrieg als Propagandamittel bewährt hatte. Es sei zwar nicht zu verkennen, dass, Zitat, das Lichtbild für den Anschauungsunterricht in den Schulen recht gute Dienste leisten könne, andererseits biete es für die Jugend eine nicht zu unterschätzende Gefahr, befand zum Beispiel der Landrat des Kreises Münster 1921, um dann zu berichten, dass er trotzdem einen Lichtbildapparat angeschafft habe, welcher sowohl den Schulen als auch der Jugendpflege zur Verfügung stände. Wenige Tage später kaufte die Stadt Münster zwei Kinoapparate, die den Schulen zur Verfügung gestellt wurden. Die Stadt Bielefeld hatte schon 1913 eine Bildstelle eingerichtet, die bald nach dem Krieg sowohl von den Schulen als auch von den Jugendvereinen genutzt wurde. Dabei diente der Film von Anfang an patriotischen Zwecken. Die Bilder sollen die Sehnsucht nach unseren stillen Winkeln und waldigen Plätzen und Stolz auf die Heimat auslösen, begründete zum Beispiel der Bielefelder Bildstellenleiter seine Ankäufe. 1922 wurden die Schulen von oberster Stelle dazu aufgefordert, das neue Medium rege zu nutzen. Die allgemeine Teuerung bringe den Lehrfilm und seine unterrichtliche Verwendung ernstlich in Gefahr, lautete die Verfügung des Kultusministers. Nur eine rasche Vermehrung des Absatzes durch Förderung des Lehrfilmverbrauchs könne diese Gefahr abwenden. Offenbar folgten die Schulen dem Ministerialerlass, denn in den Jahresberichten der höheren Schulen Bielefelds, Dortmunds und Münsters mehren sich von nun an die Einträge über Kinobesuche und Lichtbildvorführungen. Während unter den Lehrfilmen naturkundliche Filme am häufigsten auftraten, dominierten unter den Kinovorführungen historische Filme. Am häufigsten waren Filme, die einen Bezug zum vergangenen Krieg, zu seinen Ursachen, seinem Verlauf und seinen Folgen aufwiesen. 1923 berichtete der Direktor des Schiller-Gymnasiums nach einem Kinobesuch: Auf die Not des Vaterlandes richtete die Gedanken die Vorführung des Filmes Der Friedensvertrag von Versailles, der die unserem Volke auferlegten drückenden Lasten in immer weiteren Kreisen bekannt machen soll. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten historische Filme, Biografie oder Biopics, wie man heute sagt, wie Luther, Ben-Hur oder die Friedericus-Rex-Reihe. Wahrscheinlich trugen gerade die Filme über Friedrich den Großen erheblich dazu bei, dass der Kinofilm auch in konservativen Kreisen an Ansehen gewann. Auf jeden Fall scheint die mehrteilig angelegte, zu Beginn der 1920er Jahre veröffentlichte und von allen hier untersuchten Schulen besuchte Friedericus Kinoreihe im Bereich des Schul- und Bildungswesens den Durchbruch des Mediums Film herbeigeführt zu haben. Insbesondere der letzte Teil, Schicksalswende, von 1923 traf genau den Nerv der Zeit. Der historisch durchaus fragwürdige Film arbeitete mit politischen Anspielungen und bediente von der Einkreisungsthese bis zum Thema Friedensschluss die Ressentiments und auch Erwartungen eines nationalkonservativen und rechten Publikums. So zielte die Verwendung historischer Filme in der Schule also weniger auf historische Bildung, sondern hatte eine konkrete tagespolitische Funktion. Während die Schulen im Krisenjahr 1923 innerhalb und außerhalb des Unterrichts nationalistische, antidemokratische und reaktionäre Geschichtsbilder pflegten und transportierten, versuchte die Bildungspolitik durch die Implementierung eines neuen Geschichtsdatums die Weimarer Republik zu festigen. 1922 verfügte ein Erlass, dass in sämtlichen Schulen am 11. August
aus Anlass der Wiederkehr des Verfassungstages eine würdige Feier stattzufinden habe, bei der die geschichtliche Bedeutung des Tages eingehend darzulegen sei. Ein Jahr später, mitten in der Krise, wurde in den Schulen mitgeteilt, dass der Reichstag voraussichtlich den 11. August zum Nationalfeiertag erklären werde. Zitat: Gemäß Beschluss der Reichsregierung und des preußischen Staatsministeriums soll auch in diesem Jahr der Verfassungstag würdig begangen werden. Nicht lärmende Festlichkeiten entsprechen dem bitteren Ernst der Stunde. Wohl aber ziemt es sich, dass alle, die das Vaterland lieben und ehrlich an seiner Erneuerung mitarbeiten wollen, in treuer Notgemeinschaft des Tages zu gedenken, an dem das deutsche Volk sich ein neues Staatsgrundgesetz schuf. Zitat Ende. 1924 hob das Ministerium die systemstabilisierende Funktion des neuen Nationalfeiertages in einem erneuten Erlass noch einmal ausdrücklich hervor. In Hinblick auf das vorangegangene Krisenjahr sollte den Schülerinnen und Schülern an diesem Tag deutlich gemacht werden, dass, ich zitiere, Schülerinnen und Schülern an diesem, dass die Grundlagen des Verfassungswerkes von Weimar fest genug gefügt seien, um schwersten Erschütterungen von innen und außen zu widerstehen. Dass das deutsche Volk aufgrund der selbstgeschaffenen Verfassung mit neuem Vertrauen in eine hellere Zukunft blicken dürfe und dass hoffentlich bald alle im Reiche vereinten deutschen Stämme die ersehnte Freiheit und Selbstbestimmung zurückerlangen würden. Der Münsteraner Historiker Hans-Ulrich Thamer bezeichnete den Verfassungstag als einen misslungenen Versuch politischer Identitätsstiftung. Tatsache ist, dass die Verfassungsfeiern zumindest an den hier untersuchten Schulen nicht so recht zogen. Dass sich zum Beispiel der Festredner am Schiller-Gymnasium Münster im Schuljahr 27-28 am Verfassungstag nicht zu dem Verfassungswerk, sondern zu der, Zitat, Bedeutung des deutschen Buches für das Auslandsdeutschtum äußerte, ist bezeichnend und stellt keine Ausnahme dar. Für den Festredner des städtischen Gymnasiums und Realgymnasiums in Münster lag der Wert der Verfassung darin, den, Zitat, von den Feinden erhofften Auseinanderfall des Reiches verhindert zu haben. Und spätestens anlässlich des 10-jährigen Verfassungsjubiläums wurde für jedermann sichtbar, wie wenig Interesse die Verfassungsfeier bei den Schülern und Schülerinnen hervorrief und auch bei den Lehrern natürlich. Auf Wunsch des Regierungspräsidenten Amelungsen sollte das Jubiläum in der Provinzialhauptstadt Münster besonders eindrucksvoll und würdig gefeiert werden. Geplant war, in der Halle Münsterland einen Massensprechchor von 1000 Schülern auftreten zu lassen. Die Resonanz war jedoch wenig erfreulich. Da sich von den 4 höheren Jungenschulen der Stadt insgesamt nur 45 Schüler freiwillig meldeten, musste von dem ursprünglichen Vorhaben abgesehen werden. Damit bin ich nun auch schon beim Ausblick und der Frage angelangt, ob oder inwiefern sich die innen- und außenpolitische Konsolidierung ab 1924 in der schulischen Geschichtskultur niederschlug. Tatsächlich zeigen Stichproben, dass sich die Aufsatz- und Prüfungsthemen in den nächsten Jahren wieder, ich sag mal, entpolitisierten. Am Schiller-Gymnasium Münster hießen sie im Schuljahr 1924-25 zum Beispiel die Bedeutung der mittelalterlichen Grundherrschaft, westfälisches Bauernleben vor 100 Jahren, die ständischen Verhältnisse Roms im letzten Jahrhundert der Republik, die Reformen Steins, Gustav Adolf, eine mittelalterliche Burg und Friedrich der Große im Siebenjährigen Krieg. Auch wurden ab 1925 die neubauerschen Schulbücher nach und nach ausgetauscht. Nach dem Erscheinen der neuen Richtlinien im Jahr 1925 schien ein Festhalten an diesen überkommenen Büchern selbst einer konservativen Lehrerschaft nicht mehr opportun. Am Schiller-Gymnasium ersetzte man zum Beispiel die alten Bücher durch eine Schulbuchreihe des Teubner Verlags, die sich im Vorwort eindeutig in demokratische Tradition stellte. Zitat: So stellt sich die Verfassung zwar in den Einzelheiten zahlreicher Bestimmungen als das geschichtliche Ergebnis vieler politischen Kräfte dar. Durch das Ganze aber weht ein einheitlicher Geist, der das demokratische und unitarische Recht Reich erstrebt,
wie es die Männer von 1848 ersehnt hatten. Die Vorstellung, Opfer einer ungerechten Friedensordnung geworden zu sein, lässt sich jedoch auch in den neuen Büchern erkennen. Und auch hinsichtlich der Kriegsschuldfrage griffen die neuen Lehrbücher auf die überkommenen Deutungsmuster zurück. Wie folgendes Beispiel zeigt: In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts begann durch Deutschlands Welthandel und Weltpolitik veranlasst die Einkreisung des Reiches unter Englands Führung. Nach vierjährigem heldenhaften Kampfe erlag das deutsche Volk der Übermacht. Das Deutsche Reich wurde eine Republik und musste den Versailler Vertrag unterzeichnen. Geht man noch weiter, dann lässt sich erkennen, dass der Nationalismus an den Schulen spätestens Anfang der 1930er Jahre wieder hochschäumte. Als Beispiel sei das Bielefelder Gymnasium genannt. Der Jahresbericht nennt für das Schuljahr 1931-32 drei Abiturthemen. Das erste, die Antwort schon vorausnehmende Thema, warum muss ein selbstbewusstes Volk seiner großen Männer gedenken, fordert den Schüler direkt zu vaterländischen Bekenntnissen auf. Das zweite Thema, der Angriff der Deutschen auf Verdun lenkt den Blick wieder auf den vergangenen Krieg. Und auch das dritte, vorgeblich unpolitische Thema, Walter von der Vogelweide erhält durch den Nachsatz der Deutsche eine gesinnungsbildende Dimension. Dass der Ton Anfang der 30er Jahre wieder schärfer wurde, zeigen auch Themenstellungen wie: Der französische Deutschenhass ist eine böse Form der Selbstbehauptung, ein kränklicher Widerstand gegen den täglich wachsenden Zwang, an Europa mitzuarbeiten oder auszuscheiden. Und Aufsatzthemen wie Unser Volk, das Volk ohne Raum, im Anschluss an Hans Grimms Roman, die natürlich die nationalsozialistische Lebensraumideologie schon vorwegnahmen. Angesichts der hier angeführten Beispiele erhebt sich die Frage, wie stabil die Weimarer Republik in ihrer stabilen Phase tatsächlich war. Diese Frage geht weit über unser Tagungsthema hinaus und bedürfte einer eigenen Untersuchung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Hanke, vor allen Dingen auch, weil das ja so ein schönes Kontrastprogramm war, nachdem ich eben ein bisschen euphorisch geworden bin, was man alles denken kann und wie wenig davon dann umgesetzt worden ist. Aber jetzt sind Sie dran. Immerhin haben wir noch 2 Stunden und 15 Minuten bis zum nächsten Programmpunkt. Wer das Essen also überspringen möchte, der kann jetzt seine weitreichenden Fragen loswerden. Bitte, Frau Müller-Kipp. Ja, ich glaube, ich kann mich so durchsetzen. Nein, Sie müssen wegen des Zooms. Oh, das habe ich vergessen, entschuldigen Sie. Das war eine wunderbare Ergänzung, wenn ich das so sagen darf. Vielen Dank auch zu unseren Vorträgen. Jetzt haben wir beide Ebenen, die hier da eingeklagte Mentalitätsgeschichte, der Komplex. Und es bestätigt genau das, was ich realgeschichtlich dargelegt habe. Es war gegen den hartnäckigen Bestand der reichsständischen alten Gesellschaft noch kein Ankommen, auch nicht im Bewusstsein im kollektiven Bewusstsein des Bürgertums. Denn woher kamen die deutschen Oberlehrer? Das waren die Reichsgeburtsjahrgänge 1860 folgende. Muss man mal gucken, nicht? Da sind sie geboren. Und 1854, glaube ich, wurden die höheren Schulen berichtspflichtig. Und es zeichnete sie aus, dass sie berichtspflichtig waren gegenüber den niederen Schulen. Die waren nicht berichtspflichtig. Da ist schon mal diese Klassendifferenz markiert. Und jetzt haben wir diese auf mentalitätsgeschichtlicher Ebene. Denn das, was die deutschen Oberlehrer da als kollektive Mentalität in ihren Aufsatzthemen präsentieren, sind ja krasse Verfassungsverstöße. Ich hatte ihn zitiert, die Verfassung, Artikel Reichsverfassung, Weimarer Verfassung 148, gebietet Staatsbürgerkunde im Sinne der Völkerverständigung. Und da sieht man mal, wie weit die Verfassung und auch die Reichsschulkonferenz von der tatsächlichen
Mentalitätsverfassung und der Gesellschaftsverfassung der Weimarer Republik, wie idealistisch weit sie drüber raus waren, aber auch wie utopisch, und dass das die Bundesrepublik befeuert hat, nicht die Weimarer Republik, meine Aussage. Vielen Dank. Danke, Frau Miller-Kipp, für die Ergänzung nochmal. Ich würde auch auf jeden Fall betonen, dass wir, wenn wir uns mit Bildung, Erziehung, Geschichtsunterricht in der Zwischenkriegszeit befassen, müssen wir verschiedene Ebenen unterscheiden. Also tatsächlich die bildungspolitische Ebene, dann die Praxis des Geschichtsunterrichts, die normative Ebene oder die normativen Ebenen. Und man sieht tatsächlich, ich habe ja wirklich in die Schulen geguckt und hatte deshalb diese krassen Beispiele, hätte ich anders geguckt. Dann, oder das habe ich auch gesehen, dass es immer wieder Versuche gab, auf bildungspolitischer Ebene dem gegenzusteuern. Also ich habe das versucht, nochmal durch die Implementierung des Verfassungstages deutlich zu machen, dass das durchaus ein Versuch war, der aber eben misslungen war, weil es einfach nicht ankam in den Schulen. Bitte schön. Ja, vielen Dank für den sehr anschaulichen Vortrag. Ich würde auch noch mal das aufgreifen, was wir gerade schon angerissen haben. Die Weimarer Forschung ist ja unendlich breit und verzweigt und hat ganz viele Facetten. Immer die Frage nach dem Untergang und dann aber auch die Frage, wie weit lagen sozusagen Grundlagen schon in dem Beginn. Ein Aspekt ist aber auch sehr dominant, nämlich die Frage nach eben den Mentalitäten, den Dispositionen und eben nach der politischen Kultur. Und zwei Namen nochmal eher aus der sozialwissenschaftlichen Forschung eingeworfen. Gabriel Ormond und Sidney Verber haben ja in ihrer berühmten Studie über die politische Kultur 60er, 70er Jahre genau diese Schiene nochmal beleuchtet, indem sie verglichen haben, warum sind eben bestimmte Länder Europas stabil geblieben, wenn man so will, auch wenn mit gewissen Anfälligkeiten, und warum sind andere Länder Europas letztendlich in totalitäre Regime abgeglitten. Und ihre Antwort war am Ende eben sehr stark in der politischen Kultur, und dann sind wir beim Kulturbegriff, eben zu suchen, und haben eben sehr stark diesen Begriff der politischen Kultur, der heute in der Sozialwissenschaft ja auch ein sehr einschlägiger Begriff ist, aber auch mit allen Problemen verhaftet, weil er eben nur sehr begrenzt zu operationalisieren ist. Die Frage, die ich gerne mit Ihrem Vortrag verbinden würde, nochmals die Rolle der meines Erachtens wesentlichen staatstragenden Partei der Sozialdemokratie. Bollwerk Preußen, die SPD, trägt die gesamte Weimarer Republik über, anders als im Reich, in Preußen eine vergleichsweise stabile Regierung, die erst durch den Preußen-Papenschlag, wenn man so will, beseitigt wird. Trotzdem scheint es offenkundig nicht der SPD möglich gewesen zu sein, diese starke, dominante Rolle in Preußen dazu auszuführen, dass man eben so etwas wie ein Bewusstsein, Strukturen längerfristiger, dauerhafter Art verankert, um in Bereichen wie im Schulwesen oder in anderen Bereichen das zu verankern, was man eben eine Republik mit Republikanern und auch mit republikanischem Bewusstsein auszugestalten gedachte. Über Friedrich Ebert, Walter Mühlhausen und so weiter sind ja durchaus bekannt, wie viele Anstrengungen es da gegeben hat, diesen Verfassungstag und andere Dinge umzusetzen. Aber lag es nicht auch dran, dass vielleicht die SPD, Heinrich August Winkler noch mal in Erinnerung rufen, hat das ja auch mal wieder thematisiert, die eigentliche staatstragende Partei der Weimarer Republik war dann doch auch innerlich zerrissen gewesen zwischen denjenigen, die weiter wollten Richtung Sozialismus, und denjenigen, die andere Ziele verfolgt haben und letztendlich damit auch nicht in der Lage, der Republik den notwendigen Halt zu geben? Fragezeichen. Darauf kann ich nur fast noch mal so antworten wie eben. Oder, ich habe in meinen Untersuchungen nicht gesehen, dass diese Versuche irgendwie gefruchtet werden, dass sich politische Kräfte hätten durchsetzen können. Aber den Versuch, wie gesagt, den sieht man, also durch die Verankerung des Verfassungstages oder Konrad Henisch war, glaube ich, und der war ja USPD sogar, meine ich. Ne? Und da kam gerade am Anfang noch ganz viel, also aus der Ecke. Aber das ist eben in den Schulen offenbar nicht angekommen. Und am Ende der Weimarer Republik war es ja nochmal Adolf Grimme, der auch immer wieder, auch gerade was den Verfassungstag anging, versucht hat, gegenzusteuern und das zu stärken. Und ich glaube, er hat sich auch häufig geäußert so zu der kolonialen Frage in den Schulen, dass das da nicht weiter aufgegriffen wird. Also da habe ich Erlasse auch gelesen von ihm. Aber das wurde ja trotzdem dann gemacht. Also, und wenn es nicht so gelabelt wurde, dann lief es unterm bunten Abend oder so. Also ich glaube, der Weg ist weit,
zwischen der Politik, zwischen der Bildungspolitik, den politischen Kräften und dann tatsächlich dem Alltag in der Schule, wo es ja so viele Schlupflöcher gibt. Mal abgesehen davon, ich sehe ja auch gar nicht mit meinen Quellen, die ich heute verwendet habe, was dann tatsächlich unterrichtet wurde. Selbst wenn ich die Schulbücher nehme, ist das ja auch nur normativ und ich sehe nicht genau, was die Lehrer dann unterrichtet haben. Ne? Also da müsste ich schon wieder auf ganz andere Quellen greifen. Aber meine Quellen haben das zumindest nicht hergegeben, dass da politische Kräfte, Parteien sich also durchgedrungen sind an die Schulen. Allerdings haben wir ja jetzt auch Beispiele, Neubauer und so weiter, Schulbücher ist gymnasialer Bereich. Da spielt tatsächlich eine Rolle, die Geschichtslehrer sind in ihrer Masse nationalkonservativ eingestellt. Ja? Also es gibt eine Geschichte des Geschichtslehrerverbands, die ist aber nicht so besonders günstig, muss ich sagen, ne? Die das darstellt. Aber das ist vollkommen klar, die Gymnasiallehrerschaft, auch die Geschichtslehrer, sind nationalkonservativ. Wir müssten eigentlich jetzt die Schulbücher, die ja in anderer Weise existieren für den Hauptschulbereich, also Volksschulbereich, untersuchen. Und wir haben leider diese Quellengattung nicht für die Volksschulen, also müssten wir da auf andere zurückgreifen. Nur die sind ja viel stärker pädagogisch geprägt. Die sind viel stärker pädagogisch als jetzt von der Fachwissenschaft Geschichte her geprägt. Also von daher gibt es irgendwo diese neuen Ideen. Darum bleibt übrigens mein Freund Gavarau immer Außenseiter. Ja, der wird zwar durchaus eingeladen, der darf auch durchaus publizieren, aber der bleibt Außenseiter. Und das würde ja in gleicher Form auch für die Verwaltung, für die Beamten und ähnliche Bereiche geben, liegen auch eben entsprechende Studien vor. Aber die tragenden Parteien der Weimarer Koalition haben es eben nicht vermocht, sozusagen das mit Personal auszugestalten, was dann eben den Gedanken der Weimarer Republik auch zumindest in einer gewissen Perspektive entsprochen hat. Und man müsste vielleicht noch ergänzen, dass die Weimarer Republik schlichtweg auch zu kurz gewesen ist, um diesen Dingen Zeit und Raum zu geben. Ja. Und immerhin, also das erste Jahr, die erste Krise sozusagen, die ist ja genommen worden. Ne? Also es ging ja dann weiter und die Schulen haben sich wieder ein bisschen entpolitisiert, wie es dargestellt wurde. Also die erste Krise wurde genommen. Und aber es ist ja auch gar nicht so einfach, Neuanfänge zu machen. Der eben erwähnte Konrad Hänig verbietet übrigens die alten Schulgeschichtsbücher, muss das aber wieder zurücknehmen, weil es einfach keine neuen gibt. Ja, und dann tritt im Grunde wieder in die Gilde der Schulbuchautoren die Gruppe ein, die es immer schon gemacht hat, eben diese Nationalkonservativen, während die Schulbücher für den Volksschulbereich natürlich anders aussehen. Da ist es ja auch mehr Geschichtskunde im Rahmen von Realienunterricht. Herr Mühlich hat aber noch eine Frage. Hier gab es schon zwei. Also, Entschuldigung, habe ich. Ich hätte noch eine Frage zu den Medien. Sie haben das ja erwähnt und auch die Bedeutung des Films herausgestellt. Das ist ja eine Geschichte, die man nicht so ohne weiteres einfangen kann. Also die Wirkung der Medien, wenn man sagt, man erreicht die Jugend, dann erreicht man oder dann hat man was mit der Zukunft zu tun und kann das steuern. Inwieweit fing das schon in der Weimarer Republik an, dass das schwierig wird mit den Medien, was ja heutzutage ein akutes Problem der Schulen ist? Wie kommen Sie gegen die Medien an, die ein eigenes Programm gestalten und vielleicht auch eine heimliche Pädagogik betreiben, die man gar nicht so in Verfassungsform bringen kann oder wo es jedenfalls schwierig wird? Also Medienbildung, spielt das schon eine Rolle? Sie haben es ja nur ein bisschen angedeutet. Ja, tatsächlich. Das wird heiß diskutiert, sogar in dieser Zeitschrift Vergangenheit und Gegenwart. Genau, in dieser Verbandszeitschrift, da wird das heiß diskutiert, der Wert, der Nutzen, auch die Gefahr des Mediumsfilms. Später kommt dann auch der Rundfunk. Den habe ich jetzt ausgelassen, weil interessanterweise setzt sich der Rundfunk gar nicht durch, erst verspätet, erst in der NS-Zeit und der Film aber schon. Und das wird aber, wie gesagt, unter Lehrpersonen ganz heiß diskutiert. Letztendlich setzt es sich dann aber tatsächlich durch und wird auch stark als Konkurrenz zum Geschichtsunterricht gesehen, so wie das ja heute auch immer wieder, also diese Diskussion gibt es ja bis heute. Also ob das gegeneinander steht, ne? Und nicht, gut, heute hat man andere Lösungen und sagt, wir müssen den Schülerinnen und Schülern vermitteln, wie sie kritisch mit dem Film umgehen. Und
Also das war noch kein Konzept, sage ich mal so, in der Weimarer Zeit. Herr Professor Hartberg, Sie haben am Anfang gesprochen über einen russischen Philosophen oder Historiker, der ein neues Mittelalter schaffen wollte. Wissen Sie, was aus ihm geworden ist? Kann ich aus dem Stegreif gar nicht sagen, weil der keine größere Karriere vor sich gehabt hat. Ja, das ist klar bei der Situation. Okay, ich habe den Namen nicht ganz verstanden, aber das können wir ja vielleicht nachher nochmal regeln. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage an Frau Dr. Hanke. Die Quellen, die Sie benutzt haben, wo haben Sie die gefunden? In den Archiven oder mussten Sie die Schulen abklappern? Teils, teils. Also die rheinländischen habe ich aus, also ich habe im Grunde genommen nur die Jahresberichte des Gymnasiums Paulinums, habe ich vom Dachboden tatsächlich des Gymnasiums damals mir rausgesucht und die anderen teilweise im Landesarchiv Münster, in der Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung. Die haben die größte Sammlung der Jahresberichte. Für mich war das jetzt schwer. Also die westfälischen, die hatte ich, aber ich wollte jetzt für die Tagung noch rheinländische. Und da war es schwierig, da tatsächlich für das Jahr 1923 mehrere zu finden. Also, aber das ist auf jeden Fall findet man die im Archiv und sie sind teilweise auch schon digitalisiert. Also es gibt so eine ganz große einen großen Forschungszweig mittlerweile der Erforschung der Jahresberichte der höheren Schulen. Auch nicht nur im Fach Geschichte, sondern also das ist fächerübergreifend, die Philologien, Mathematik und so weiter unter ganz unterschiedlichen Aspekten. Also es ist wirklich eine ganz spannende Quelle. Das kann ich mir gut vorstellen. Also Sie haben nicht zitiert irgendetwas, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aus dem Progymnasium Bergisch Gladbach. Das liegt uns ja jetzt hier sehr nahe. Wissen Sie, wo Sie da die Quellen her haben? Die hatte ich in Berlin aus der Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung. Gut, okay, vielen Dank. Also das ist aber nicht digitalisiert, das, da musste ich tatsächlich hin und das scannen, sozusagen. Ja. Bitte? Ach. Oh. Nein. Gibt's auch gar nicht. So bleibt auch was für die Historiker der Zukunft. Dankeschön. Ja. Verschickt worden. Hat auch welche, ja. Und in Gießen ist, meine ich, noch eine große. Es gibt auch freundliche Archivare, die einem schon mal eine Tasse Kaffee anbieten. Aber Herr Möhlich hatte sich... Ja, klar. Also da kann ich mich nur sehr ausdrücklich anschließen. Das finde ich toll, dass das mal so auf der Ebene runtergebrochen worden ist. Ich will an zwei Dinge noch kurz anmerken. Das eine, ich möchte doch mal jetzt, Herr Mittag, ein bisschen noch mal pro Weimar sprechen. Also ich glaube, man muss sich die Situation ja vorstellen, jetzt bezogen auf Preußen, die Karl Severing und Otto Braun und viele andere haben ja nun doch versucht und auch mit großem Erfolg versucht, einen Elitenaustausch hinzukriegen. Im Bereich der Polizei zum Beispiel, was ja nicht ganz unwichtig ist. Und genauso im Bereich auch der höheren Verwaltungsbeamten. Wenn Sie sich die Statistik anschauen, ist das eine enorme Leistung, einen solchen Elitenaustausch unter den Rahmenbedingungen einer sich sozusagen jedes Jahr selbst destabilisierenden Republik hinzukriegen. Dass das nicht runtergebrochen werden konnte, jetzt auf den Gesamtbereich des Schulwesens, das ist einfach durch die Masse von Lehrern und Lehrerinnen nicht möglich gewesen. Wenn Sie da angefangen hätten, jeden Schuldirektor rauszunehmen, der zu sehr nationalkonservativ und damit nicht auf der Linie der SPD war, das hätte in den paar Jahren nicht funktionieren können. Also ich will damit sagen,
das hört sich vom grünen Tisch aus sehr einfach an, ja. Wir tauschen dann die Leute aus, wunderbar, ne? Aber so schnell geht das eben nicht. Und allein schon die respektheischende Zahl, was die hingekriegt haben bei den Verwaltungsleuten, das ist enorm. Und da kann man sich nur mal die Zahlen angucken und feststellen, wie schnell das letztlich funktioniert hat und mit welchem Durchgriff das auch funktioniert hat. Also ich will das jetzt nicht zu sehr idealisieren, aber ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist. Frau Hanke, bei Ihnen noch eine kurze Rückfrage. Ich werde ja morgen in meinem Vortrag auch nochmal auf die Verfassungsfeiern eingehen, jetzt weniger im schulischen Bereich, sondern mehr im sagen wir mal, lokalpolitischen Bereich. Und da würde ich Ihre Einschätzung ein bisschen anders gewichten. Ich denke schon, dass das da eine größere Rezeptionswahrnehmung hatte, als es vielleicht in den Schulen der Fall war. Das mag nun auch daran liegen, dass solche sozusagen verordneten Schulfeiern immer eine gewisse Problematik mit sich haben. Sie haben die Zahl ja genannt mit den 45 Sängern oder Sängerinnen, die sich da freiwillig gemeldet haben und 1000 waren geplant. Das ist eine ziemliche Normabweichung, hätte man in der DDR gesagt. Aber da muss man auch die Realität sehen. Diese Schulfeiern waren nun nicht gerade das, was die Schüler begeistert hat. Und jetzt die Frage, wie ist das eigentlich abgelaufen? Wir wissen ja, wieso Schulfeiern dann normativ auch vorgegeben waren. Das war nun nicht prickelnd, um es mal so auszudrücken. Und da muss man jetzt nochmal sagen, da ist so eine Verfassung auch was sehr Abstraktes, die als zu Feierndes dann hingestellt wurde. Wie gesagt, ich sehe es sehr bei den Schulen ähnlich skeptisch, wie Sie es dargestellt haben. Die wenigen Untersuchungen, die wir da haben, gehen ja auch in diese Richtung, die das untersucht haben. Also sehe ich auch so, aber wie gesagt, ich werde morgen versuchen, ein bisschen anderes Bild zu entwerfen, jetzt bezogen auf Feiern, die eben nicht im schulischen Bereich oder nur teilweise mit Beteiligung von Schulen und Schülerinnen und Schülern durchgeführt worden sind. Also ich sehe es ein bisschen anders, aber natürlich, was Sie analysieren, ist entsprechend der Faktenlage und sicherlich auch zutreffend. Ja, danke, Sie haben natürlich recht. Und das, was ich beobachtet habe oder gesehen habe in den Quellen über den Verfassungstag, das war ja ähnlich bei der Sedanfeier, die auch dann für sportliche im Kaiserreich, die dann für Sportveranstaltungen oder so genutzt wurde. Und umfunktionalisiert wurde. Aber trotzdem, und so natürlich muss man die Ebene auch berücksichtigen, dass das keinen Spaß macht, dass eine Verfassung sowieso immer was Abstrakteres ist als ein Gedenktag, der sich um eine Person kreist oder so. Und doch war das, was ich vorgestellt habe, nur ein Beispiel. Also es gab schlimmere Geschichten, zum Beispiel in Bielefeld vor allen Dingen an den Schulen, wo die tatsächlich unterlaufen wurde. Also wo alles darauf hindeutete, dass Lehrer und Schülerinnen und Schüler das bewusst unterlaufen haben. Vor allen Dingen dann Ende der 1920er, Anfang der 30er Jahre. Aber das mag auch ein anderes, oder ist sicherlich, das waren andere Adressaten als im städtischen Kontext. Ist auf jeden Fall so. Das ist vielleicht so eine Art Sollbruchstelle zwischen intentionaler Geschichtsvermittlung im Geschichtsunterricht und Geschichtskultur, die wir möglicherweise auch bis in die Gegenwart nachvollziehen können. Ich glaube nicht, dass der 23. Mai in vielen Schulen heute gefeiert wird. Selbst der nationale Gedenktag funktioniert ja nicht so wirklich. Das war, glaube ich, mit das, was Sie zeigen wollten, jetzt auch in Ihrem Teil, wie Geschichtskultur und Geschichtsunterricht zusammenwirken oder auch mal weniger zusammenwirken, wo das nicht so wirklich funktioniert. Bei uns wirkt das ja alles hier ganz hervorragend zusammen. Wir sind jetzt ziemlich zeitgenau um 18 Uhr an einem Punkt angelangt, wo Sie weniger Fragen als viel mehr Hunger haben. Und von daher können wir an dieser Stelle Schluss machen, natürlich nicht ohne die Referenten zu beglücken mit dem, was wir so in den letzten Jahren hier produziert haben. Und da Psalmsonntag ist, morgen gehe ich auch nochmal durch die Reihen. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben einen spannenden und ertragreichen Nachmittag verlebt. Jetzt können wir, glaube ich, guten Gewissens zum Essen schreiben.